Das Gebiet von Matido hat ein beträchtliches und architektonisch sehr wichtiges historisches Erbe. Das Vorhandensein des Menschen in dieser Ortschaft beläuft sich schon im Altertum, wie die Funde beweisen, die im Inneren der Grotte von Heiligen Hermes in der südlichen Seite der Ortschaft von Matido herausgefunden wurden. Während einiger Ausgrabungen wurden in der Grotte und auf den Ländern um diese herum wichtige archäologische Funde entdeckt, einige von denen vermutlich der Neandertaler Gemeinschaften zu verbinden sind. Das eingedrungene Gebiet wurde als Kultstätte in der byzantinischen Zeit benutzt. Das bemerkte man auf den Zeichen von Fresken an den Wänden der Grotte, die heute leider nicht mehr sichtbar sind. Immer noch mit der italienischen, griechischen kulturellen Tradition verbunden, ist die Grotte vom heiligen Eleutherus. Sie liegt an den Hängen des gleichnamigen Hügels. Laut einiger historischen Hypothesen liege das Hypogeum im Inneren eines alten byzantinischen Klosters des 10. Jahrhunderts. Hier gäbe es eine Kirche, die Schlafsäle der Mönche und einige Graben, die für die Weizenernte benutzt wurden. Aus dem Hügel vom heiligen Eleutherus kann man eine tolle Aussicht genießen. Die Farben und die Töne dieses alten Landes erinnern an die byzantinische Vergangenheit des Salentos.